Oh. Hallo Welt, da sind wir wieder. Ich vermute mal, das ist schon mal ein Zwischenhalt hier, den wir uns geschaffen haben. Viele Flusspferde sind hier. Ob wir uns mit denen anfreunden können, vielleicht können wir auf ihnen reiten. Aber so schön die Gegend auch ist, es gibt weit und breit nichts, wo man sich mal runterstellen kann, wenn es regnet. Und Wasserfälle sind überall. Oh, noch ein Flusspferd. So, eins. Eine ganze Horde. Sagt man das so? Naja, Herde. Herde sagt man, glaube ich. Und was macht denn hier schon wieder so ein Wasserfallgeräusch eigentlich? Das da drüben doch wohl nicht. Die da auch nicht. Wir müssen ja irgendwo am Wasser unterbleiben. Oh, was ist das? Oh, Vorsicht. Kann man da rein oder ist das... Ist das nur so da? Hey, man kann hier rein. Wow, das ist eine richtig coole Höhle hier. Oh, hier bleiben wir. Das ist gut. Oh ja, das wird unser neues Zuhause. Boah, Moment mal, das macht ja auch die ganze Zeit Geräusche. Da hole ich erstmal aus. Das geht ja schnell. Was ist das? Nimm das. Inspizier das. Oh gut, halt das gut fest. Ich weiß nicht, was das ist, aber behalte es. Mal sehen, wie tief die Höhle ist. Ich höre gruselige Geräusche. Ah, hier geht's doch bestimmt wieder raus. Nicht, dass der Säbelzahntiger hier wohnt. Okay, es ist eine Höhle, aber hört ihr das? Also wenn ich die ganze Zeit als Mensch damals solche Geräusche gehört hätte, nee, das wäre nicht meins. Absolut nein. Hier geht's einfach nach draußen wieder. Sind wir hier sicher? Ist das so ein bisschen höher? Nein, ich glaube nicht. Ist auch viel zu weit weg vom Wasser. Wie sollen wir denn alle darüber kommen, wenn da die ganzen Flusspferde sind? Ja, Flusspferd reiten. Ja, das ist mir hier schon wieder zu laut. Ach, guck mal an, unsere Stöcke sind ja noch hier. Ja, brauchen wir denn unbedingt einen Stock? Oh, Hunger. Ja, ich glaube, den brauchen wir jetzt nicht. Wir müssten was finden. Da drüben scheint auch eine Höhle zu sein oder so etwas. Wir müssten ja genau so etwas Ähnliches müssten wir finden. Irgendwas, wo wir uns unterstellen können, wo es aber auch nicht so laut ist. Damit wir unsere Kumpels gut unterrichten können. Mit ihren Nüssen und Haufen. Damit sie das endlich hinbekommen. Das ist aber eine hohe Palme hier. Prima. Ist das sicher hier oben?
keiner rauf, oder? Das sieht gut aus. Da kommt keiner, aber hier oben ist doch nichts. Versteck für Kinder da unten. Da sind ein paar Palmwedel, aber das Wahre ist es ja auch nicht. Und von oben? Von oben haben wir keinen Schutz, also das ist nichts hier. Schade eigentlich. Ein Edelstein kann Kokosnüsse verändern. Okay, du hast was dann. Na dann. Gegen Gift sind wir immun und gegen Vergiftung. Giftige Beeren und so. Hier, nimm das. Dann lass es. Oh. Ja, ich weiß auch nicht, wieso du daneben springst. Musste doch jetzt nicht sein, oder? Das war so gut gezielt. Besser ging's gar nicht. Vielleicht der Baum da drüben? Ah, ich sehe schon, da ist auch ein Wasserfall in der Nähe. Das wird total laut sein. Los, rauf mit dir. Rauf, 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 rauf. Oh, mal Schwein gehabt. Ich glaube, da ist auch ein Schwein unten. Aha, mindestens fünfmal erfolgreich einen Spachtel aus Obsidian hergestellt. Ja, das will ich doch auch meinen. Okay, lass das fallen. Viele Bienen oder Mücken fliegen. Da unten. Flusspferde und Krokodile machen gemeinsame Sache. Gegen den Freund, den Menschen.
Ah, hier sind wir goldrichtig. Hier sind wir genau richtig. So viele Krokodile. Was knurrt? Ich hoffe, das war unser Magen, oder? Jetzt haben wir den Salat. Rauf oder runter? Unten wartet die Schlange. Die schaffen wir auch nicht. Ohne Spitzenstock. Damit Krokodil. Hier ist ja alles. Was ist denn? Warum sind denn so viele auf einmal überall? Ich weiß nicht, ob wir hier bleiben sollten. Da drüben ist noch ein Weg oder so. Vielleicht geht es da in eine bessere Gegend. Ja, das denkt man immer, denkt man das. Können wir den nicht vertreiben? Wir werden verbluten, wenn das so weitergeht. Wir müssen weg. Auf zur Schlange. Die Schlange schaffen wir. Die ist nicht so schnell. Nimm das. Und das. Ein zweites davon. Was machst denn du? Hast du fallen lassen? Naja, ist nicht schlimm. Ich dachte, wir bauen uns hier oben ein... Komm, die kannst du aber verscheuchen. Ich dachte, wir bauen uns ein Nest hier oben. Neben der Schlange. Dann schützt sie uns immer. Bis sie eines Tages lernt, auf die Bäume zu klettern. Hier hätten wir alles. Wir hätten da unten Medizin, wir haben Stöcke mehrere. Wir haben hier unsere Palmwedel für Betten, da haben wir noch mehr Medizin. Wahrscheinlich haben wir sogar was zu essen hier oben. Die lässt sich nicht vertreiben, ne? Ach, schade, dass wir da nicht drankommen. Der beste Ort hier zum Jagen. Da ist auch schon irgendwer gestorben. Was ist das? Oh. Hominide, Kadaver. Toter, toter. Der gehört nicht zu uns. Das waren wir nicht. Der war schon tot. Man glaubt es kaum. Alles Mögliche gibt es hier, aber es gibt keine Spinnen. Warum eigentlich nicht? Ich mag Spinnen. Boah! Das hätte mir jetzt auch noch gefehlt. Sag mal, kannst du dich noch mal aufrecht hinstellen und noch mal checken, ob es hier irgendwas zum Verbinden gibt? Oh, das ist gut. Noch mehr? Höhlen, Höhlen über Höhlen. Essen? Wo ist denn das Verbindezeugs? Oh oh, wo war denn das jetzt? Ach da. Direkt auf diesem Baum, auf dem wir gerade stehen. Sonst verbluten wir gleich. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Ah, schade, das ist doch auf dem anderen Baum. Wir haben es noch nicht so mit der Tiefenwahrnehmung. Das müssen wir erst noch lernen. Deswegen springen wir auch immer falsch. Kann man sich nicht mal merken, wie die Bäume, was für Blätter die haben oder so? Los, ganz schnell. Inspizieren erstmal. Ja. Und jetzt anwenden.
Hilft das? Na, no, 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 no. Oh, das hat geholfen. Ich dachte schon, wir müssten hier... Was hast du denn jetzt schon wieder? Hunger? Ja, da musst du was essen. Mensch. Hier ist doch überall was zu essen. Da war doch gerade was. Ach, das ist die Sonne, die scheint dort. Nimm das. Nimm das mit. Jetzt greif dir das. Grabsch es dir. Haben wir noch so ein Ding? Lass es fallen. Hey. Unsere mächtige Intelligenz. Ah, die schafft das schon. Verstecke über Verstecke, das brauchen wir aber gar nicht im Moment. Ich wollte mehr von diesen Fasern zum Einschmieren nach unten werfen. Eine, zwei waren hier nur drauf. Das gibt's doch gar nicht. Wo ist der Baum? Ist das da der Baum? Hopp, das ist nicht der Baum. Naja, egal. Das ist ein anderer Baum. Irgendwas kommt schon wieder da unten. Das ist ja total gefährlich hier. Wir gehen wieder zurück zu unserem Lager. Da haben wir wenigstens alles. Ja, aber wir müssen das Krokodil doch schaffen. Das schaffen wir nur hier. Na. Ja, wir können ja die ganzen Äste nehmen und runterwerfen. Dann haben wir unten schon mal Äste liegen. Dann muss die nur noch jemand anspitzen. So geht's ja nicht auf die Dauer. Wir sind zu schwach, glaube ich. Was geht? Wo geht's denn jetzt hin mit uns? Da auf den Äste sammeln. Äste sammeln? Müssen wir nicht eher gucken, dass wir überleben? Na, aber Äste brauchen wir auch. Ist der... Ich weiß nicht, das ist alles so weit weg jetzt. Nee, wir gehen lieber kein Risiko ein. Habe ich gerade so beschlossen, wir springen so weit lieber nicht nochmal. Den Ort mit dem Krokodil müssen wir uns merken. Da kommen wir aber rüber. Schon wieder weiter weg, als ich dachte. Jetzt aber. Schnell, schnell, schnell. Grabsch es dir. Andere Hand und das zweite. Los, 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 los. Schnell darauf. Ist das der richtige? Das ist der Vogelbaum, oder? Da pickt uns der Vogel runter. Das ist nicht gut hier. Oder schaffen wir das hier zu überleben? Ich glaube nicht, ich höre den Vogel schon. Das sind alles Vogelbäume hier. Die sind zu weit weg. Ich wollte runter. Oh, die Gegend ist so schön mit den ganzen Vögeln und so. Ich habe ja eigentlich keine Angst vor Vögeln, aber... Vor Vögeln meine ich, aber... Die Großen hier, die können uns ja doch... Mit einem Schnabelhieb können sie uns... Ah, endlich. Okay, dann leg das hier hin. Können sie uns erledigen. Schau. Und bauen. Oh, guck mal an, wie schnell du bist. Und damit bedanke ich mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch. Bleibt gesund und munter. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.